Dann würde ich sagen, gehen wir ein paar Trolle bekämpfen. Zwei Stück waren das jetzt, ne? Da könnte schon doch eigentlich mal so einen Trank reinziehen. Wie mache ich das? Einmal. Ja. Mit einer Dingsbums-Tentakula muss ich den töten. Da reinlocken oder wie macht die jetzt Schaden? Ach, die schießt den ab. Ach, jetzt haust du ab oder was? Da fliegt der Mist, jetzt habe ich zwei hingeschickt. Egal, ich benutze sie sowieso nie. Zählt es jetzt als zwei einzelne Duellleistungen oder als eine Duellleistung, für die ich zwei Aufgaben erledigen müsste? Rebellion. Naja, egal. Ich hab's geschafft. Jetzt hol ich mir das Section hier aus dem Trolllager. Das habe ich, glaube ich, schon mal geholt. Ich kann es nämlich nicht öffnen. Ja, Mensch. Und da haben sie eine Kuh gefressen. So, aber da oben habe ich gerade gesehen. Erstmal muss es hier irgendwo noch so einen komischen Würfel geben. Ah, da vorne. Leviosa! Accio! Legnadium Leviosa!
Mit dem muss ich jetzt da hoch. Und dann öffne ich irgendwo etwas. Wo war denn das jetzt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das war doch hier irgendwo, oder? Da. Contringo! Und, ach so, da ist das Schatzgewölbe. Das habe ich jetzt irgendwo geöffnet. Hier? Hier. Oh ja, das sieht doch gut aus. Guckt euch das mal an. Das sollte ich untersuchen. Ja, untersuchen wir das mal. Okay, das war ausgesprochen einfach. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Wie viele Trolle habe ich jetzt eigentlich? Ich glaube, Trolle muss man gar nicht so viel besiegen. Bei Sammlungen. Ist es bei Sammlungen? Guck mal, hier habe ich schon alles fertig. Gegner fehlen mir auch gar nicht mehr so viele. Erscheinungsbilder, also Klamotten. Okay, da fehlt mir noch einiges. Erkundung. Aufträge. Herausforderung. Hier habe ich was Neues. Ach, die Nifflermaske hier, ja. Mhm. Tierwesen habe ich alle entdeckt, aber ich glaube jetzt auch nur, weil ich die jetzt alle alles zusammengekauft habe. Pflanzen habe ich mittlerweile auch alle. Oh, da fehlen mir noch einige. Zauberstabgriffe. Was man hier alles zusammensammeln kann, ey. Und da fehlen mir auch nicht mehr viele. Ist das hier? Revelio-Seiten. Uiuiuiui. Okay, Moment. Aber das war... Das wollte ich nicht suchen. Ich habe einen neuen Skillpunkt. Den hebe ich mir noch ein bisschen auf. Herausforderung. Da wollte ich gucken. Schwarze Magier, das ergibt sich schon. Ich guck, ich weiß, dass ich das sehr oft nachguck, aber ich will es fertig kriegen. Okay, noch 5 Kobolde, das wird ja wohl machbar sein. Und noch 12 Inferi ja wohl auch. Berüchtigte Gegner, gibt es gar nicht mal so viele. Spinnen werde ich auch noch einige machen. Ah, noch ein Troll, dann habe ich die nächste Stufe. Und noch ein paar Duellleistungen. Naja, gut. Oh, diese Ballons platzen lassen, ne? Die Landeplattform. Ah, Merlin-Prüfungen habe ich tatsächlich schon alle. Also... Alle für die Erkundung hier. Sechs Aufgaben. Das hier fehlt mir jetzt noch. Ah, 14 Hauptaufträge. Ja gut, das ergibt sich. Ja gut, okay. Sorry, dass ich jetzt wieder so ein bisschen viel rumgestöbert habe. Jetzt gehe ich aber erstmal nach Hogwarts. Und zwar... dahin. Gucken, was wir in der Astronomie jetzt so treiben. Es gibt... Gibt dann noch dieses ein Rätsel mit diesem
was sehr astronomisch aussieht. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Gucken wir uns das mal an. Warum sollte ich für zischende Wispies aus einem Tunnel bezahlen, die jeder hätte finden können? Aber na gut. Hallo nochmal, Adelaide. Hast du etwas von deinem Onkel gehört? Immer noch nichts, fürchte ich. Ich wäre dankbar für jede Hilfe. Wie gesagt, wollte er sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Oh, ja, mit der, Stimmt, ihr Onkel. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Shah. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Okay. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Oh, um Gottes Willen. Ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Okay. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nicht zu übersehen. Auf mich wartet unten, noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Das war ein sehr, sehr seltsamer Unterricht. Ja, doch runter. Oder? Amit, wo sollte das Teleskop nochmal sein? Im Lagerraum unter dem Oberdeck. Halte auf der Aussichtsplattform nach der kleinen Treppe Ausschau. Okay. Vielen Dank. Aber gerne. Komm schnell zurück, wenn du es hast. Hier ist... Wer bist denn du? Wunderschöne Konstellation. Ich weiß zwar nicht, ob es wert ist, dafür an einer Erkältung zu sterben, aber sie sind schön. Na, immerhin.
Amit meint alles zu wissen. Er sagte mir sogar, dass er Koboldogak spricht. Für mich klang es wie Kauderwelsch. Ich habe von diesen merkwürdigen Steinaltären im Hochland gehört. Vielleicht hat Professor Shah davon gesprochen. Ja, die haben wir auch schon gesehen. Professor Shah ist so kalt und distanziert wie die verfluchten Sterne, die wir kartieren sollen. So wollte ich meinen Abend nicht verbringen. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an, Mann. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Gut, nehmen wir. Die perfekte... Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Sie haben im Unterricht Astronomie-Altäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomie-Altäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Okay. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Gut, dann gehen wir mal zu Amit. Die perfekte Nacht Amit, für... Ja. Oh, hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los! Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Aber wir wissen doch schon, wo es ist. Wir wissen noch nicht so ganz, was wir da machen sollen. Das werden wir jetzt erklärt kriegen. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Revelio, los! Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Na, das ist da oben. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erfahren. So gruselig ist es jetzt. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Mensch, beim letzten Mal bin ich zu langsam gelaufen, jetzt laufe ich zu schnell. Leute, entscheidet euch doch mal. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Ja. Wenn du willst. Unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Stunden und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Komm, Fred! Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Nein, ganz bestimmt. Ach, Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Kommst du jetzt? Ist er noch hier? Also ja.
Das ist ein ganz normales Verhalten. NPC 10 von 10. Ich gehe zum Steinaltar. Der wird dann schon da auftauchen. Mensch. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Hä? Was? Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Okay. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Bis dann. So, kriegen wir jetzt... Kriegen wir jetzt auf der Map auch die Astronomie-Altäre angezeigt? Ups. Gehen wir mal in den verbotenen Wald, da gibt es doch bestimmt einen. Da ist einer. Daneben ein Hippogreifbau. Und ein Knuddelmuffbau. Riesenlila Kröte habe ich noch keine. Da ist noch ein Astronomie-Altar. Eieieiei. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in den Raum der Wünsche, gebe die zwei Tiere ab, die ich gefangen habe. Oder die ich gerettet habe. Und dann können wir noch ein paar Nebenaufträge machen. Bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Wie lasse ich die nochmal frei? Wie Tier was? Rivelio. Aktive Tierwesen, Art 4 von 4. Artenobergrenze erreicht. Verkaufe Tierwesen bei Schnabel und Brut, um in deinem Tiergehege Platz für diese Art zu schaffen. Ach was. Und Moment, jetzt muss ich mal. Den Platz kann man doch bestimmt auch irgendwie erhöhen. Das ist bei Sammlungen. Ah. Das sind die Astronomie-Altäre. Es gibt doch bestimmt irgendwo... Irgendwo, irgendwie, die Möglichkeit, die Plätze zu erhöhen. Naja, egal. Solange die noch in meiner Tasche sein können, soll es mir recht sein. Ich sammle mal noch die ganzen Pflanzen ein. Tränke habe ich ja jetzt auch mal benutzt.
Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Machen wir nochmal einen Maximatrank. Und hier lassen wir mal einen Durustrank, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, laufen. Und hier ist noch ein Unsichtbarkeitstrank drin. Pflanzen einsammeln. Pflanzen einsammeln. So, und dann... Okay, wir haben wieder 10 Malvenkrautblätter. Ne, die Tränkestation brauchen wir. Stolz auf all ihre Gebrauch. Ah ja, ich habe noch was zum Identifizieren, glaube ich. Einen Hut mit Spinnenwebenmuster. Jetzt hier Schaden. Öder Schaden. Ach, das passt schon so. Und was jetzt? Und was jetzt? Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die Aufträge an. Das ist ein Beziehungsauftrag. Das ist ein Hauptauftrag. Den wollen wir noch nicht machen. Ich mach mal das. Einfach mal die Nebenquests. Wo muss ich denn dafür hin? Okay, dann gehe ich mal dahin. Gehe zu dem seinem Zeltlager. Gehe von da aus zum Astronomie-Plattform-Dingens. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.